Ja, dann begrüße ich euch zur Pressekonferenz nach dem Basketballspiel der Easy Credit Basketball Bundesliga zwischen Rasta Vechta und den S. Oliver Würzburg. Endergebnis 75 zu 65 für Rasta. Ich begrüße die beiden Coaches, zu meiner Rechten Dennis Wucherer aus Würzburg und unseren Coach Pedro Calles. Und bitte zunächst Dennis Wucherer um ein Wort zum Spiel. Hey, Glückwünsche gehen natürlich an Coach und die Heimmannschaft, die das Spiel verdient gewonnen hat. Wir haben es in der ersten Halbzeit geschafft, die Intensität von Rasta Vechta mitzugehen. Ball wollte nicht in den Korb. Genug Chancen hatten wir, glaube ich. Leider haben wir dann im dritten Viertel ohne Härte gespielt, ohne Herz gespielt. Und dann hast du eben gegen so eine Mannschaft wie Vechta keine Chance. Und verlierst verdient. Alles klar, vielen Dank. Und Pedro, your statement, please. I think that it was important game for us, not because we got a win, that of course is important, but because under the circumstances that we face the game, the way that we play basketball was impressive for me. Before the game, we had some guys who were not in the best condition to play basketball, but they sacrificed their bodies for the team. And I think that we couldn't play the best offense for the entire 40 minutes, but defensively we were together and we keep Würzburg in 65 points. I want to point out again the team effort in both ends, and as I said, those guys who were not in the best condition to sacrifice their bodies for the benefit of the team. Ja, vielen Dank soweit. Und Pedro, es gibt noch was zu sagen zu Tyron Nash with the contract. Yeah. I'm glad to announce that Tyron Nash will stay playing for Rasta organization till the end of the season. Ja, das war, denke ich, nochmal eine wichtige Mitteilung auch für die Presse hier. Tyron Nash verlängert also den Vertrag bis zum Saisonende. Und dann bleibt uns jetzt nochmal auch nach so wenigen Tagen frohes neues Jahr dir, Dennis, und eine gute Heimfahrt.